Vier Pfoten, zwei Ohren, eine Schnauze und unglaublich flauschig, der Teddybär. Fast jeder von uns hat mindestens einen der pelzigen Begleiter bei sich zu Hause. Zu Ehren des kleinen pelzigen Geschöpfes haben sich sowohl Teddybären-Fans als auch viele der plüschigen Exemplare heute hier in Münster versammelt zur Teddybär Total, der internationalen Teddybärmesse. Mein kleiner Freund hier ist zum Glück unverletzt. Aber für alle, die kleinere oder auch größere Verletzungen haben, gibt es hier auf der Messe einen Teddybären-Doktor. Und da gehen wir jetzt mal hin. Hier sehen wir nun, wie einer der kleinen verletzten Teddybären wieder in liebevoller Mühe zusammengepflickt wird. Barbara Warnemühl führt ihren Beruf bereits seit über 12 Jahren aus und bei ihr ist noch nie ein Teddybär in die ewigen Jagdgründe eingegangen. So, wir sind jetzt hier am Stand von Teddys Kreativ, wo wir hoffen, dass alle unsere Fragen beantwortet werden. Und dazu rede ich jetzt hier mit dem Veranstalter Sebastian Marquardt. Wie kommt man denn auf die Idee, eine Messe speziell für Teddybären zu veranstalten? Teddybären sind ja einerseits ein Thema, das Menschen lebenslang begleitet. Meist bekommen sie einen Teddybären als Kind geschenkt, der sie wirklich lange, lange im Leben begleitet. Zum anderen aber auch ein Sammlerthema. Das heißt, viele Menschen sammeln Teddybären und das ist ein extrem internationales Thema. Ob in Japan, Amerika, in England, in Deutschland. Das ist ein super spannender Markt und Teddy ist nicht gleich Teddy. Das heißt, es gibt viele verschiedene Stile und Variationen des Teddybärs. Und da lag es vor 24, 25 Jahren nahe, mal zu versuchen, diese Leute zusammenzubringen. Und so ist die Teddybär Total entstanden, die sich in wenigen Jahren zum weltgrößten Event für Teddybären entwickelt hat und in Münster ihre erfolgreichsten Zeiten hat. So, dann sage ich vielen Dank für das Interview und dann werde ich mich jetzt wohl selber noch mal ein bisschen auf die Pfoten machen und mich umsehen. Sehr gerne, viel Spaß dabei. Dankeschön. Ich würde mal ganz grob schätzen, dass mein Bär hier nicht ganz so viel wert ist, abgesehen natürlich von einem emotionalen Wert. Wer den Wert seines Bären allerdings genau bestimmt haben will, für den steht hier Daniel Henschel zur Verfügung. Er kann nicht nur den Wert, sondern auch das genaue Alter und die Herkunft des Bären bestimmen. Der wohl mit Abstand wertvollste Teddybär hier auf der Ausstellung ist der Golden George. Den kann man nicht kaufen, den kann man nur gewinnen, denn er ist der Preis des jährlichen Teddybärenwettbewerbes, des Golden George. Und ich werde mir jetzt mal die diesjährigen Anwärter auf diesen Preis ansehen. In seinen Kinderbüchern über Paddington Bear schrieb Autor Michael Bond: Ein weiser Bär hat immer ein Marmeladenbrot unter seinem Hut, nur für alle Fälle. Leider bin ich kein Bär und leider trage ich auch keinen Hut, darum habe ich auch kein Brot hier. Dafür habe ich aber einen Bärenhunger. Wenn ihr Interesse gekriegt habt an der Teddybär-Szene, kommt nächstes Jahr vorbei auf die Teddybär Total, wieder hier in Münster.